In diesem Video gehe ich auf die 639 Hertz Solfeggio-Frequenz ein und zeige dir, wie du damit deine Beziehungen und deine Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen auf ein neues Level hebst. Es ist soweit, die neue oder die nächste Solfeggio-Frequenz ist ab jetzt heraus, und zwar die 639 Hertz Solfeggio-Frequenz. Und diese Frequenz hat die große Eigenschaft, die Beziehungen zwischen den Menschen zu verbessern, zu verstärken. Was meine ich mit Beziehungen? Und zwar allgemein die Interaktion, weil im Grunde gibt es ja nur dich, ja? Und stell dir vor, du bist ganz alleine auf dem Planeten, und würdest du alleine sein, dann würdest du keinen Bezug haben, du würdest nicht wissen, wer du wirklich bist. Also du würdest, angenommen, du bist alleine und es gibt nur dich auf dem Planeten, du würdest nicht wissen, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du nett bist, ob du demütig bist. Du würdest nicht wissen, was Liebe bedeutet, du würdest nicht wissen, was Freude bedeutet, weil du einfach keinen Bezug hast, weil diese Elemente, diese ganzen emotionalen Zustände können nur erfahren werden, wenn andere Menschen oder ein Spiegel von dir existieren. Und die Kunst ist es, die Qualität der Beziehungen immer zu optimieren und zu verbessern. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Universum eigentlich nichts anderes ist als eine Beziehung mit sich selbst. Bedeutet so viel wie, es gibt immer zwischen dir eine Beziehung. Also du bist gerade in einem Raum und hast eine Beziehung zwischen dir und zwischen dem Raum, zwischen den Objekten, zwischen der Natur, zwischen den Tieren, zwischen mir jetzt. In dem Fall existiert jetzt auch zwischen mir, der gerade dieses Video macht, und dir, der dieses Video sieht, auch eine Art von Beziehung ist da schon entstanden. Und diese Frequenz hat, gibt es viele Studien drüber, hat nachgewiesen, dass die Beziehungen, wenn man diese Frequenz regelmäßig hört, einfach auf ein höheres Niveau klettern. Was meine ich mit höherem Niveau? Allgemein die Liebe zwischen den jeweiligen Beziehungsobjekten, könnte man sagen, verstärkt sich, die Toleranz, das Mitgefühl verstärkt sich, eine Art stärkere Harmonie taucht auf einmal auf. Und gerade jetzt in der Corona, vor allem auch in der Lockdown-Zeit, macht natürlich viel Sinn, weil wir uns ja dann vor allem jetzt primär mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, intensiver auseinandersetzen müssen, weil die jetzt nicht mehr so stark in der Arbeit sind, natürlich diese Energie und diese Harmonie, diese Beziehungen einfach auf ein neues Level zu heben. Wie funktioniert das Ganze und wie kann man sich das ein bisschen vorstellen? Ja? Jeder Mensch hat ein Gehirn, wie du weißt. Was für eine komische Aussage, ne? Auf jeden Fall, das Gehirn von uns schwingt immer in verschiedenen Schwingungen, also in Beta, Alpha, und es gibt immer verschiedene Schwingungen. Und man hat Menschen einfach ans EEG angeschlossen und hat gesehen, wenn die in einer, zum Beispiel in einer Beziehung sind und diese Beziehung ist harmonisch und ist sehr erfüllend, dann schwingt dieser Frequenzbereich einfach aktiver. Ja? Und zugleich dürfen wir auch nicht vergessen, dass in dieser Frequenz 639 Hertz die 3, die 6 und die 9 enthalten sind. Und das sind ja laut Tesla und laut den ganzen großen Mathematikern und weltverändernden Persönlichkeiten die Zahlen, die die rausgefunden haben, die das ganze Universum eigentlich beschreiben. Ja? Ebenso ist auch auf diesen drei Zahlen die 963 Hertz, welche die Zirbeldrüse auch aktivieren kann. Ja. Und so macht in dieser Konstellation einfach die zwischenmenschliche Beziehung, haben die einfach herausgefunden, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach besser werden. Also wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte die Kommunikation, Mitgefühl, Liebe, Toleranz, Mitgefühl, Harmonie zwischen nicht nur den Beziehungen, also mit deinem Partner, sondern auch zwischen den Menschen, Arbeitskollegen, zwischen den Chef, zwischen Lehrer und Schüler, zwischen einfach den Menschen und zwischen der Natur und den Tieren einfach auf ein neues Level heben, dann empfehle ich dir einfach regelmäßig diese Frequenz zu hören. Dann wirst du einfach merken, wie sich deine Beziehungen in deinem gesamten Leben einfach verändern werden, einfach positiver werden. Und wir wissen ja alle, unser Bewusstseinszustand macht das, wie sich dein Tag entscheidet. Das heißt, du stehst in der Früh auf und die Frage ist, was erlebst du heute? Und das, was du heute erlebst, basiert immer auf deinem Zustand, mit welchem du in den Tag gehst. Und dazu gibt es hier dieses Boot, da mache ich bald, also am Dienstag, ein Video, wo ich dir erzähle, wie dieses Boot dir massiv helfen kann,
deinen Zustand auf in die Freude zu bringen. Aber dieses Video veröffentliche ich auf meinem Marco C. Lorenz YouTube-Kanal, nur für dich zur Info. Ja. In jedem Fall geht es einfach darum, dass man sich bewusst in den Zustand der Freude bringt, so oft wie möglich, oder vor allem auch den Tag damit beginnt und damit startet. Ja? Und es ist immer so, dass Menschen um dich herum oft manchmal schlecht gelaunt sind und dass sie ihre Laune auch auf dich abwerfen und du in ihrem Feld drin bist und das abbekommst, und dann geht deine eigene Schwingung niedriger und dann gehst du am Abend ins Bett und fühlst dich einfach schlechter, als du in der Früh dich gefühlt hast, und dazu eben dieses Bötchen und diese Frequenz, die dir helfen kann, dass das überhaupt nicht mal zustande kommt, dass jemand sich schlecht fühlt, weil du dich so gut fühlst, dass er sich in deiner Umgebung gar nicht mehr schlecht fühlen kann. Ja? Und das ist eben das. Also im Grunde tut man mit der Frequenz nicht nur die Beziehungen verbessern, sondern allgemein seinen eigenen Zustand auf ein anderes Level heben. Und dieser Zustand geht in eine Schwingung über und die andere spürt das und ist einfach harmonischer mit dir. Also es geht eigentlich um deine eigene Harmonie, um deine eigene Balance, um deine eigene Liebe, Toleranz, Mitgefühl und diese ganzen positiven Dinge, die sich damit bewirken können. Ja. Lange geredet. In jedem Fall, die Frequenz ist ab jetzt verfügbar. Die Frequenz hat drei Phasen. Die erste Phase ist, du bist in einem Wald, und in diesem Wald habe ich eine ganz neue Musiktechnologie, wo fünf verschiedene, eigentlich sieben Spuren sind, wo da gibt es eine Melodie, eine Ukulele, dann eine Harmonie, dann eine Gitarre und eine Flöte und noch irgendwas, noch ein paar Dinge. Und die habe ich so gespielt, dass sie in einer Harmonie zueinander sind und jede Spur einzeln in einen eigenen 3D-Raum mit einer eigenen Bewegung, wo eine Dissoziation damit gemacht wird. Ja. Und dann geht das über in eine Stille, also es wird dann Nacht, es kommen dann Grillen und du kommst in eine tiefen Phase der Entspannung. Und wenn diese Phase vorbei ist, also immer so 20, insgesamt 60 Minuten, und dann geht es dann wieder, wird das, was am Anfang war, nochmal wiederholt, dann bist du wieder am Morgen und dann geht dieselbe Musik wieder los. Und in dieser Mittelphase, wo die Nacht ist, wo die Grillen sind, da kommst du in eine tiefe Trance hinein, und da in der ersten Phase wird die Solfeggio-Frequenz immer in Stückchen abgespielt und dann wieder deaktiviert, dann wieder aktiviert, ein bisschen länger, dann wieder deaktiviert, damit sich das Gehirn auf diese Frequenz einschwingen kann, wieder zurück, wieder einschwingen, wieder zurück, und dann leichter in den Zustand kommt. Und wenn du dann in die Trance hineingehst, wo du in der mittleren Phase bist, dann spielt die Frequenz durch. Und dann geht sozusagen dann in den Ausklang, wo dann nochmal die Dissoziation stattfindet, damit die Frequenz stärker wirken kann. Also lass dich überraschen und sieh dir unbedingt auch das dazugehörige Video an, wo es darum geht, wo ich dir zeige, wie du diese Frequenz am besten nutzt und wann du sie am besten nutzen sollst. In dem Sinne, die Tore sind jetzt geöffnet für diese Frequenz, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!